Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Oberösterreichischen Volkspartei. Wir sind am 26. September von unseren Landsleuten zu einer klaren Nummer 1 im Land für den Oberösterreichischen Landtag und die Landesregierung gewählt worden. Wir nehmen diesen Auftrag sehr ernst und wie Sie wissen, haben wir nach einigen Sondierungsrunden dann auch sehr zügig, konsequent und ernsthaft begonnen mit einem möglichen Koalitions- und Regierungspartner, mit der zweitstärksten Partei im Landtag, der Freiheitlichen Partei, Verhandlungen aufzunehmen, um ein Regierungsprogramm zu finden, von dem wir glauben, dass es aus den nächsten 6 schwierigen Jahren sichere Jahre für die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher machen wird. Wir sind in vielen Gesprächen, in guten Gesprächen, in vielen Runden gemeinsam mit der Freiheitlichen Partei in Oberösterreich zu einem Programm gekommen. Die Verhandlungen sind abgeschlossen. Es ist heute der Tag, wo unsere entsprechenden zuständigen Gremien, die Organe der jeweiligen Parteien, tagen. Bei uns hat das am Vormittag stattgefunden. Der Landesparteivorstand der Oberösterreichischen Volkspartei und auch der Landtagsclub der Oberösterreichischen Volkspartei hat sich mit den Verhandlungsergebnissen auseinandergesetzt und auch damit, wie die personelle Aufstellung, die personelle Besetzung unserer Partei und unserer Landtagsfraktion in der neuen Periode aussehen soll. Unser Landesparteivorstand hat das Verhandlungsergebnis einstimmig beschlossen, angenommen. Daher steht aus unserer Sicht einer Regierungszusammenarbeit, einer Koalition zwischen Oberösterreichischer Volkspartei und der FPÖ Oberösterreich nichts im Wege. Soviel ich weiß, tagen die entsprechenden Gremien der Freiheitlichen Partei heute Abend. Wir werden daher morgen auch die konkreten inhaltlichen Ergebnisse unserer Beratungen und das neue Regierungsprogramm präsentieren. Heute haben wir aber auch in der Oberösterreichischen Volkspartei die personelle Neuaufstellung beraten und auch die einstimmig beschlossen, sowohl im Landesparteivorstand wie auch im Landtagsclub. Wir haben die Möglichkeit, dass wir ein zusätzliches Landtagsmandat besetzen aufgrund des Wahlergebnisses und wir haben aufgrund der Ausgangslage der Landesverfassung auch die Möglichkeit, dass wir als Oberösterreichische Volkspartei ein zusätzliches, ein fünftes Regierungsmitglied besetzen können. Für große Aufgaben, die wir vor uns sehen, auch für große Vorhaben, die wir gerne in Angriff nehmen möchten. Und der Zugang ist, dass wir dort, wo wir wirklich großen Handlungsbedarf sehen, großen Gestaltungsbedarf sehen, dass wir dort auch selber als Koalition, vor allem aber auch als Nummer 1 Partei Verantwortung übernehmen. Und das soll sich aus unserer Sicht auch in der Darstellung, wer welches Ressort führen wird, entsprechend äußern. Wir werden mit der Angelobung am kommenden Samstag unter den 22 Landtagsabgeordneten 10 neue Damen und Herren haben, also eine wirkliche Neuaufstellung der Oberösterreichischen Volkspartei im Oberösterreichischen Landtag. Und wir werden auch die Mandate, die wir in der Oberösterreichischen Landesregierung zur Verfügung haben, neu besetzen. Daher hat die Oberösterreichische Volkspartei heute einstimmig beschlossen, dass wir für das Amt des Landeshauptmanns weiterhin meine Partei nominieren, das Landeshauptmann-Stellvertreterin wiederum die Frau Magistra Christine Haberlander mit den Zuständigkeiten und Ressorts, die sie bisher hatte, auch entsprechend werden soll. Und es soll auch unser Standortlandesrat Markus Achleitner sein großes, wichtiges Ressort weiterführen. Neu für die Oberösterreichische Volkspartei in die Landesregierung werden einziehen die bisherige Präsidentin der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, Michaela Langer-Weninger, die Agenten für die Gemeinden, außer die SPÖ-geführten Gemeinden, für die Landwirtschaft und auch für die Feuerwehren in Oberösterreich übernehmen wird. Und neu in die Landesregierung wird für die Oberösterreichische Volkspartei auch einziehen unser bisheriger Landesgeschäftsführer, Dr. Wolfgang Hartmannsdorfer, der das große und wichtige Sozialressort inklusive der Integration mit Ausnahme der Kinder- und Jugendhilfe übernehmen soll und auch die Jugendagenten. Klubobmann bleibt wie bisher im Landtag Dr. Christian Dörfel und das Amt des ersten Landtagspräsidenten, ein Amt, das in einer Periode, wo erstmals 6 Parteien im Oberösterreichischen Landtag vertreten sein werden, ein sehr ausgeprägt gefragtes sein wird. Erster Landtagspräsident wird der bisherige Landesrat Max Higelsberger werden.
Klar ist, sehr geehrte Damen und Herren, dass wenn man eine Koalition abschließt, dass man sich natürlich auch gegenseitig zusichert, die jeweiligen Personalvorschläge bei einer Wahl zu unterstützen. Und die Oberösterreichische Volkspartei wird daher dann ab Samstag auch einen neuen Landesgeschäftsführer, einen Landesparteisekretär haben. Diese Aufgabe wird Magister Florian Higelsberger übernehmen, der zuvor lange Jahre die Geschäfte der jungen ÖVP im Land geführt hat, dann einige Zeit in einem Ressort, in einem Kabinett eines Bundesregierungsmitglieds tätig war, dann auch für das Land Oberösterreich in Wien und zuletzt in unserem Protokoll- und Auslandsbeziehungen. Und er wird mein neuer Landesparteisekretär ab Samstag werden. Ich freue mich sehr, dass alle Damen und Herren zugesagt haben, diese Herausforderungen und Aufgaben anzunehmen und wahrzunehmen. Und ich gratuliere Ihnen auch dazu. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und bin natürlich sehr froh, dass eine so große, breite, bunte Bewegung wie die Oberösterreichische Volkspartei auch einstimmig neben den inhaltlichen Auseinandersetzungen auch einstimmig zu diesen personellen Vorschlägen gekommen ist. Ich darf jetzt die in neue Ämter jetzt kommen werden, bitten, sich kurz zu präsentieren und auch ein paar Worte zu sagen. Vielen Dank, sehr geehrter Landeshauptmann, sehr geehrte Vertreter der Medien. Es ist mir eine ganz besondere Freude, heute hier stehen zu dürfen und dieses Mandat in der oberösterreichischen Landesregierung annehmen zu dürfen. Und diesen Vorschlag vom Herrn Landeshauptmann nehme ich mit großer Dankbarkeit, aber auch mit großem Respekt an. Wie ich vor 12 Jahren in den Landtag gekommen bin, war dort schon mein Slogan, eine starke Stimme für den ländlichen Raum zu sein. Und genau diese Agenden habe ich in all meiner Tätigkeit in der Politik auch immer vorangetragen. Im Oberösterreichischen Landtag, aber auch als Bezirksparteiobfrau im Bezirk Vöcklabruck und in den letzten 2,5 Jahren in der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Und diese Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe, möchte ich in das neue Regierungsmandat mitnehmen. Ich bin sehr dankbar über die Agenden, die ich dort führen darf, denn es sind die Agenden, die letztendlich den ländlichen Raum sehr stark betreffen. Einerseits die Land- und Forstwirtschaft. Wir brauchen eine stabile Land- und Forstwirtschaft, auch in Oberösterreich. 31.000 Betriebe sind in der Land- und Forstwirtschaft tätig. Das sind knapp 20% der österreichischen Betriebe und es schafft in Summe ungefähr 100.000 Arbeitsplätze, auch über die vor- und nachgelagerten Bereiche. Und diese landwirtschaftlichen Betriebe auch für die Zukunft abzusichern, flächendeckende Landwirtschaft zu gewährleisten, aber auch Versorgungssicherheit für unsere Bevölkerung sicherzustellen, das wird auch die Aufgabe des Landes Oberösterreich sein und wir wollen da die Bäuerinnen und Bauern auch entsprechend auf ihrem Weg begleiten. Aber natürlich auch Bewusstsein schaffen in Richtung Bevölkerung für diese regionalen Produkte, denn regionaler Einkauf auch von Lebensmitteln ist nicht nur Wertschöpfung in der Region, es ist auch gelebter Klimaschutz und gelebter Umweltschutz. Aber natürlich auch die Gemeinden entsprechend zu unterstützen. Sie sind nach den Familien der kleinste Hort, in dem sich unsere Gemeinschaften und unsere Gesellschaften auch abbilden. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vor Ort sind hier die Taktgeber, damit Lebensqualität in den Gemeinden gewährleistet wird. Wir werden hier auch als Land Oberösterreich die Gemeinden stark unterstützen bei der Wahrung einer starken Gemeindeautonomie, aber selbstverständlich so, dass Lebensqualität in den Gemeinden auch in Zukunft gewährleistet sein wird. Und ich freue mich ganz besonders auch, das Thema der Feuerwehren übernehmen zu dürfen, denn ein starkes Ehrenamt hat in Oberösterreich Tradition und ist gelebte Tradition. Die Feuerwehren haben gerade im heurigen Jahr sehr stark bewiesen, unter anderem im heurigen Jahr sehr stark bewiesen, wie wichtig sie sind, wenn Umweltkatastrophen über uns hereinbrechen, wenn wir nur an die Hagelunwetter denken, die im heurigen Jahr stattgefunden haben. Die Herausforderungen für die Feuerwehren sind groß. Auch hier werden wir ein starker Partner sein für unsere Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, damit auch dort, wo Hilfe notwendig ist bei den Menschen, diese Hilfe auch gewährleistet sein wird. Ich freue mich, hier diesen ländlichen Raum stark unterstützen zu können im Team von unserem Landeshauptmann Thomas Stelzer und freue mich auf diese neue Aufgabe. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, zuallererst möchte man mit großem Respekt und Demut Danke sagen beim Herrn Landeshauptmann, beim Landesparteivorstand und beim ÖVP-Landtagsclub für dieses Vertrauen, in der nächsten Periode Mitglied der oberösterreichischen Landesregierung sein zu dürfen, die Möglichkeit im Sozial- und Integrationsbereich auch mitgestalten zu können. Ich habe bereits in der letzten Periode als Sozialsprecher und Integrationssprecher mich aktiv auch in die Gestaltung des Sozialbereiches, des Integrationsbereiches einbringen können.
kennen. Ich darf seit 2014 Obmann sein vom Oberösterreichischen Hilfswerk, habe da auch die praktische Erfahrung in den Bereichen, insbesondere was die Pflege betrifft oder auch mein Ehrenamt beim Hilfswerk International als Vizepräsident. Und es gibt jetzt die Chance, als Oberösterreichische Volkspartei den Sozialbereich und den Integrationsbereich aktiv in der Verantwortung auch zu gestalten. Und ich glaube, dass das gesellschaftspolitisch gerade auch angesichts des demografischen Wandels eine der größten Herausforderungen ist, die wir in den nächsten Jahren auch zu bewältigen haben. Um was geht es im Sozialbereich? Um primär drei Punkte, dass sich erstens diejenigen, die unser Land aufgebaut haben, darauf verlassen können, in Würde zu altern. Zweitens, dass diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer auf Hilfe angewiesen sind, sich nicht selbst helfen können, auf die Gemeinschaft, auf die Gesellschaft verlassen können, wenn ich insbesondere an Menschen mit Behinderungen denke. Und drittens, dass wir eine besondere Verantwortung haben bei jungen Menschen, die Probleme haben bei der Integration in den ersten Arbeitsmarkt, dass wir alles tun, damit sie nicht ein Leben lang vom Sozialsystem abhängig sind. Im Integrationsbereich haben wir immer eine sehr, sehr klare Linie verfolgt, dass es nicht um die Frage der Herkunft geht, sondern der Haltung. Wer bereit ist, die deutsche Sprache zu erlernen, wer bereit ist, unsere Werte zu respektieren, wer bereit ist, auch der Selbsterhaltung auch sich zu verschreiben, ist bei uns herzlich willkommen. Und diejenigen, die mit unseren Werten, mit der Sprache Probleme haben, muss es auch Sanktionen geben. Ich sage herzlichen Dank nochmals für die Möglichkeit, diesen Bereich mitgestalten zu dürfen und freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, weil Politik immer auch von den Medien abhängig ist, besonders auch die Sozialpolitik, und freue mich auf die nächsten Jahre. Ja, geschätzte Landeshauptmann, werte Medienvertreter, ich kehre zurück. Ich habe ja 2009 im Landtag begonnen, sehr kurz, und war jetzt 11 Jahre in der Landesregierung. Ich freue mich, dass ich als erster Präsident die Geschicke in einer völlig veränderten Form jetzt führen darf. Wir haben erstmals 6 Parteien in Oberösterreich, davon sind 2 nicht in der Regierung vertreten. Das heißt, es wird in der Diskussion, es wird in der Auseinandersetzung garantiert interessant. Und dass ich das begleiten darf, das freut mich ganz besonders. Ich freue mich auch auf die neue Zusammensetzung generell im Landtag. Es sind ja viele neue Kräfte darin vorhanden. Und wir werden uns gemeinsam hier bemühen, dass nicht nur die Ergebnisse, die im Landtag gestaltet werden, sondern dass auch das Miteinander und die Diskussion dem entspricht, was sich die Bürger auch von einem gewählten Gremium des Landtages hier erwarten dürfen. Ich freue mich auf die Arbeit im Landtag und danke den Landeshauptmann für die Möglichkeit. Ja, ein herzliches Grüß Gott an alle hier anwesend, auch von meiner Seite. Ich darf mich bedanken beim Herrn Landeshauptmann und dem gesamten Landesparteivorstand der Oberösterreichischen Volkspartei für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Und ich nehme diese Aufgabe als Landesgeschäftsführer mit kommenden Samstag sehr gerne, mit voller Freude und voller Motivation an. In Zeiten wie diesen, in denen wir uns gerade bewegen, da braucht es eine stabile Politik, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, und da braucht es eine Partei, die nah am Bürger ist. Und dafür steht die Oberösterreichische Volkspartei mit Landeshauptmann Thomas Stelzer. Dafür stehen wir alle hier als Oberösterreichische Volkspartei. Wir sind die Partei, die Verantwortung mit Hausverstand für Oberösterreich übernimmt, sei es mit Landeshauptmann an der Spitze, mit seinem Team in der Landespolitik, oder sei es mit unseren unzähligen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und Gemeinderätinnen und Gemeinderäten in den Gemeinden. Seit letzten Sonntag übernehmen 329 ÖVP-Bürgermeisterinnen und Bürgermeister Verantwortung in ihren Gemeinden. Und seit der Gemeinderatswahl zählt die ÖVP 4.525 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte in den jeweiligen Gemeindestuben und Stadträten. Diesen Asset, diese Stärke, die wollen wir natürlich nutzen als Oberösterreichische Volkspartei. Diese Stärke in der Breite, das ist auch unser Sprachrohr, aber vielmehr noch unser Seismograf, der Stimmungen und Bedürfnisse aufnimmt und gerade auch für die Landespolitik ein wichtiger Hinweis und Ratgeber ist. Für uns als Oberösterreichische Volkspartei gilt aber auch, sich immer wieder zu verbessern und an der Spitze zu stehen, was Entwicklungen gerade in der modernen Parteiarbeit betrifft. Wie treten wir mit Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt? Wie kommunizieren wir? Welche Kommunikationswege verwenden wir? Wir möchten spüren, was die Menschen in diesem Land bewegt, und wir möchten Politik nahe Menschen und für die Menschen in diesem Land machen, denn das ist unser Anspruch. Wir sind am Puls der Zeit
und wir sind nah bei den Menschen und dafür arbeiten wir alle in der Oberösterreichischen Volkspartei. Ich darf jetzt fortfahren und darf die anwesenden Journalisten bitten, Fragen zu stellen und darf das dann auch durchmoderieren. Gibt es Fragen von Ihrer Seite?